Hey Leute und willkommen zu diesem kleinen Infovideo über unser neues Projekt, das nennt sich Minecraft Combat. Und ja, ihr habt wahrscheinlich für Minecraft Varo abgestimmt und genau. Und das machen wir jetzt einfach nicht mehr. Nein, Minecraft Combat ist natürlich das Projekt, wofür ihr auch abgestimmt habt, also ein Minecraft-Varo-ähnliches Projekt. Wir wollten es nur nicht komplett Minecraft-Varo nennen oder so, deswegen haben wir es halt Minecraft Combat genau. Genannt. Das liegt auch daran, dass wir es keineswegs kopieren. Die Idee ist halt nur wie bei Varo, und wenn ihr jetzt ankommt, Hate-Kopierer, dann denkt erstmal nach, weil Varo hat auch kopiert von Survival Games und von daher von Beam, genau, wir haben halt, und vielen wir haben halt nur die Spielidee übernommen. Genau, und werden noch vieles ändern. Ich meine, ihr habt ja auch dafür abgestimmt, also ihr wollt das ja auch. Genau, wir fangen einfach mal an. Also der Projektname ist Minecraft Combat. Was gibt es zu sagen? Startet in, ich weiß es noch nicht, es dauert noch ein bisschen, aber ihr werdet halt schon sehen, wenn es startet. Es wird ab, keine Ahnung, ich denke so in 2 Tagen oder so, Minecraft-Varo-Training geben. Flori und ich sind ja bereits in einem Team, das haben wir auch schon gesagt. Wir sind im Team Team Knockout, genau. Ja, da werden wir natürlich auch ein Texture-Pack benutzen, das seht ihr hier schon. Mehr will ich jetzt gar nicht davon sagen, das werdet ihr alles im Varo-Training schon sehen. Und ja, genau, wir beide bilden das Team Knockout. Es wird, wie viele Spieler machen wir? Voraussichtlich, also Maximum ist 40. Nein. Mal schauen. Lass Maximum 50 machen, okay? Ja, müssen wir dann halt nochmal okay, mit Tobi alles klar, Maximum 50. erstmal müssen wir das reinkriegen. Genau. Spieler. Und es laufen halt gerade die Vorbereitungen, wir laden gerade Spieler ein. Ja, die Organisation ist voll im Gange. Übrigens brennt rechts oben was an diesem komischen Community-Logo. Ja. Community-Logo, wo ist denn? Ja, so rechts. Ne, hinter dir jetzt. Hinter dir und dann rechts. Ich bin in der F5-Ansicht, falls du hinter dir. Ja, ich dreh dich mal komplett um. Und jetzt rechts. Oben. An links neben der Lava. Das links am Community-Logo. Links. Hier ist kein Community-Logo. Was ist das denn? Ja, wahrscheinlich, weil ich die Chunks. Ach so, dann halt Rage Mode. Sorry. Rage Mode. Rechts. Wo ist Rage Mode? Und da brennt links oben was. Oben, das ist die Lava. Ach so, ja, neben der Lava, die war das bestimmt. So, Community. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ich hab das nur zur Hälfte, also ich hab das nur ein ganz kleines Teil gesehen. Ja, dieses R sieht auch aus wie ein Z. Naja, egal. Ich hab das R noch nicht mal gesehen. Außerdem hast du gerade gesagt, dass er sieht aus wie ein C. What the fuck? Oh Gott, ich hab gesagt, dass jeder sich, weil du im R eine C gesehen hast. Nee, ein G. Naja, okay, egal. Okay, reicht jetzt auch. Also, die Vorbereitungen sind voll im Gange. Wir freuen uns schon mega auf das Projekt auf Minecraft Combat. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und jetzt haben wir einfach noch so ein paar Infos, die wir euch mitgeben wollten und so ein paar Sachen, die wir vielleicht suchen. Und da springt einmal ganz kurz der Flori ein. Ja, genau, das ist voll durchgeplant hier. Und zwar, Bollenturm und ich auch nochmal für das Varo-Projekt ein eigenes Varo. Also nochmal zu unserem eigentlichen Kanal Varo, Kanal-Intro und zum Combat natürlich. Zum Combat, Minecraft Combat, wollen wir ein Intro, ein eigenes. So, und also jeder, der sich jetzt hier begnadet fühlt in Sachen Intro erstellen und denkt, er kann das oder weiß, er kann das, oder wenn ihr jemanden kennt, der das kennt, der das kann, dann sagt einfach Bescheid und gibt Intro in Auftrag oder macht das selbst und dann schickt alle die Intros ein und wir starten dann so einen Varo-Contest. Und ja, ich würde sagen, den machen wir so. Wir hatten jetzt geplant bis zum 15. August. Alles ja, klar. Ja, okay. bis zum 15. August kann einfach alles eingeschickt werden von euch. Danach nehmen wir nichts mehr an. Und dann schauen Tom und ich uns das halt alles an und entscheiden halt, welches wir am besten finden.
Und ja, da hatten wir auch schon so Darf ich sagen, was wir. Nein, Doch, darfst du nicht. also. Nein. Also, wir hatten halt erstmal, du darfst gleich zur Musik sagen, Okay. was du da geplant hattest. Erstmal, unser Teamname ist natürlich Knockout, also KO. Und bisschen, ja, an den Namen gehalten wäre es natürlich cool. Also, ich fände es am besten, wenn man irgendwie so macht, dass das ja nicht so Varo, nicht so intro-typisch wie sonst immer ist. Also irgendwie Kein nur 3D-Intro. nicht der Schriftbanner, der dann rumfliegt, Ja, so keine genau, Ahnung das ist was. ein 3D-Intro. Das, ja. Ja, kein Sondern 3D-Intro. das, genau, sondern das halt, ja, keine Ahnung, ihr es so macht, dass für 3, 4 Sekunden kurz unsere Minecraft-Figuren sind und Knockout da bietet, da lassen wir euren Ideen freien Lauf. Wir hatten natürlich so Ideen, ja, was kann man so zum Knockout machen? Also, wer da jetzt nicht drauf kommt, der ist natürlich dumm, dass man halt mit unseren Minecraft-Figuren so ein bisschen arbeitet und dann, keine Ahnung, kurz Bildschirm ändert oder kurz davor fliegt irgendwie so ein Combat-Banner. Und ja, das hatten wir so geplant. Das Was? Moment Intro einmal kurz. sollte, ja, stopp, das Intro sollte nicht länger als 10, 12 Sekunden Nein, ich sein. möchte einmal ganz kurz einschneiden. Was ich ganz cool fände, wäre, wenn das für euch possible, also möglich wäre, dass, also vielleicht so ein Minecraft-Intro, es muss nicht ein 2D-Intro sein, so ein Minecraft-Intro, wo dann vielleicht unsere Skins so quasi in den Bildschirm fliegen und den dann so quasi kaputt schlagen, dann so Glasscherben runterfallen und da der Combat-Banner hinkommt. Fände ich auch ganz fresh. Ja, und das wären zum Beispiel Ideen. Aber da lassen wir halt Genau, da lassen wir euch euren Dings. Köpfen freien Lauf. Weil hinterher sagen wir jetzt Ideen, wie wir es uns vorstellen, und dann haben wir 10-mal die gleiche Idee, weil es geht halt auch hier um die Idee. Genau. Also Hauptsache ihr bringt Knockout und Combat halt ein. Genau. Also Combat ist ganz wichtig, dass wir da irgendeinen Banner von euch entworfen. Wir haben da keine Vorschrift. Von mir aus könnt ihr ein Hello Kitty-Gesicht mit Combat drin machen. Okay, glaub nicht, dass wir das nehmen, aber könnt ihr Das wird jetzt theoretisch machen. entstehen, ich sag's dir. Irgendeiner sendet das halt Ja. ein. Also wir hoffen natürlich, dass da möglichst viele Intros reingehen, so 5, 6 Stück. Und natürlich, der Gewinner des Intro-Contests, der wird auch auf unserer Kanalseite verlinkt und auch unter Genau, jedem Video. genau, aber da wollte ich euch noch sagen, bitte bringt nicht euren Namen ins Intro ein, also nicht, dass ihr da rechts unten Ja. Dings, wir werden dann ein extra Video mit dem Dings machen, mit dem Intro Ihr machen, werdet wie wir schon euren Namen verlinkt. verkünden, aber ja, wir nehmen keine Banner, wo euer Name da irgendwie rechts unten in der Ecke steht. Ihr kriegt schon genug Promotion danach dann. Genau. Ja, was ich jetzt noch sagen wollte ist, wenn ihr das Intro macht, könnt ihr natürlich euch auch selbst die Musik aussuchen. Bitte nicht die gleiche, wie wir sie bei unserem Main-Intro haben. Macht irgendwas, was auch so ein bisschen Atmosphäre erzeugt. Es kommt halt darauf an, vielleicht eignet sich für so ein Intro, wo unsere Skins in den Bildschirm oder so fliegen, auch Dubstep, aber vielleicht für so ein 2D-Intro, halt, ich weiß nicht, ob ihr das von Ungefähr Varo kennt, sowas wäre auch ziemlich fresh in der Ja, Art. oder so. Ich stelle mir auch cool vor, sowas in der Art. Ich glaube nicht, dass das einer hinkriegt. Ich denke mal, das ist, wenn ihr aus den Marvel-Filmen so kennt, da ist ja davor immer diese Comic-Seiten. Wenn da so, wie so ein Film, so Comic-Seiten mit unseren Minecraft-Scans irgendwelches sehen, wenn das einer hinbekommen würde, das wäre Na schon gut, fresh. ja. Das fände ich persönlich, aber ist ja auch egal. Und Musik, ich weiß nicht. Da Das, guckt euch an. ja, genau. Wir wollen euch auch nicht Ach zu viel so, genau. beeinflussen. Falls ihr jetzt einen Intro-Ersteller kennt oder selber eine seid, dann schreibt uns einfach per PN auf YouTube an. Einfach auf Kanalinfo in unserem Kanal gehen und dann unten private Nachricht schreiben oder so. Und Ja, oben rechts ist das. ja, oben rechts. Und dann schreibt in die Nachricht halt, dass ihr ein Intro-Ersteller seid. Und schreibt euren Skype-Namen bitte da rein. Dann werden wir euch auf Skype adden und dann ein Gespräch mit euch führen. Genau. Und ja, das war's zu dem Intro. Was gibt's Genau, sonst noch wolltest zu du noch was sagen? sagen? Ich hätte noch was, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte nichts mehr sagen, außer, Ja, ja. okay, dann sag ich nochmal den Rest. So, wir haben natürlich, wenn wir wirklich 50 Teilnehmer nehmen, es ist ja so, jeder nimmt auf und jeder will natürlich, damit schneller man welche auflauern kann, die Videos der anderen schauen. So, ist natürlich ganz schön schwer, irgendwie 50 oder sagen wir mal 25 Videos pro Tag zu schauen, selbst wenn man zu zweit ist. Und deswegen einmal vielleicht für die Fans, die wirklich das gerne gucken, auch von mehreren, und natürlich auch für die Spieler selbst als Unterstützung,
suchen wir, wie ihr vielleicht von den Baro kennt, so ein Combat News. Einfach so, dass da nicht nur einer, sondern auch vielleicht mehrere verschiedene, was weiß ich, News halt machen. Einfach so alles quatschen und so. Und ich denke mal, es lässt sich einrichten, dass da man so macht, dass jeder Teilnehmer seine Videos zur Verfügung stellt, der halt auch Videomaterial mit einbringen. Also ich finde, es würde keinen Grund geben, das nicht zu tun. Ne. Und ja, das wäre ganz nice, wenn sich da ein paar melden. Dann könnt ihr ja theoretisch einfach mal so ein paar, ich weiß nicht, einfach irgendwelchen Test machen, wie ihr das machen wollt, so ein Video an und schicken oder einfach so, wie ihr das so meint. Ach so, was noch wichtig ist, ihr habt oft gefragt, ob ihr selbst am Varo teilnehmen könnt. Ach ja, genau. Und um jetzt nicht in den Kommentaren auf jede einzelne Frage einzugehen, will ich das kurz erklären. Also, wir haben ein Projekt mit ca. 50 Teilnehmern und diese 50 Teilnehmer haben alle über 1500 Abonnenten circa. Plus, minus 100 und man kann auch mal eine Ausnahme machen, dass sie vielleicht nur 1000 haben. So kommen wir dann aber irgendwann auf ca. 50.000 Leute, die wir erreichen können. Und so schafft es, ja mindestens natürlich, aber ist jetzt von der Minimalzahl ausgerechnet. Genau. Wir haben zum Beispiel Leute vielleicht mit 10.000 Abonnenten dabei oder so, oder vielleicht mit 15.000. Das wäre echt cool übrigens. Und die wollen sie natürlich auch ihre Community vergrößern und wir wollen auch unsere Community vergrößern und jeder will irgendwie seine Community vergrößern. Da bringt es dann natürlich nichts, einen YouTube-Kanal mit 100 Abonnenten zu nehmen. Egal, ob es Freunde sind oder nicht, wir nehmen keinen YouTube-Kanal mit 100 Abonnenten. Das müsst ihr verstehen. Nicht, dass wir was gegen kleinere YouTuber haben. Wir waren selbst vor 6-7 Monaten, hatten wir 300 Abonnenten oder so und hätten uns gefreut, wenn uns einer einlädt, der 5000 Abonnenten hat. Aber ihr müsst verstehen, dass das halt dazu dient, unsere Community zu vergrößern, damit ihr mehr werdet und dass andere auch ihre Community vergrößern. Genau, und natürlich auch, dass wir so ein bisschen unter den YouTubern uns kennenlernen, weil, wie ihr wisst, haben wir noch nie, außer mit Gaming HD, Videos aufgenommen und dann wäre es auch ganz geil, wenn wir da welche kennenlernen und ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel welche seid, die wirklich diese Anforderungen entsprechen, auch täglich Videos hochladen zu können, aktive Community habt und ich meine, wir sehen euch vielleicht nicht auf YouTube, wir laden ja welche ein, könnt ihr euch natürlich in den Kommentaren melden, aber Leute, bitte kommt jetzt nicht jeder an mit 4 Abonnenten und schreibt dann, ich habe 50.000 Abonnenten, kann ich mitmachen. Weil gegen die habe ich dann wirklich was. Weil das nervt halt. Wenn man dadurch 50 Fake-Anfragen gehen muss. Und ja, war alles. Ja, genau. Also versteht's bitte. Die meisten Einladungen werden wir sowieso selbst übernehmen. Also alle Einladungen werden wir selbst übernehmen. What the fuck? Ich meine, wenn ihr jetzt theoretisch noch einen anderen YouTuber kennt und guckt, der diese Reichweite von Abonnenten hat, von mir aus auch. Keine Ahnung, dann könnt ihr ja natürlich auch mal uns sagen, ja, okay, guck mal der und der, den würde ich gern sehen, könnt ihr den mal einladen? Ich meine, einladen kostet ja nichts, machen wir gerne. Und ja, das wäre auch, wäre für uns natürlich abgenommene Arbeit und wenn ihr dann den auch sehen könnt, wäre das natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja, genau. Sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Moment, glaube muss ich noch einmal nachdenken. Ja genau, ich wollte einmal noch kurz, das ist ja jetzt so ein Comment-Info insgesamt, zu der Sache jetzt, Tobi, jetzt nicht denken, der macht nicht mit, der macht schon mit. Nur, da wir drei sind und wir halt ohne Ausnahme nur Zweierteams machen, musste sich halt einer von uns einen anderen Teampartner suchen. Erst hatten wir geplant, dass ich mir einen suche, aber dann hatten wir uns irgendwie umentschieden. Aus Gründen, die wir nicht nennen werden. Ich weiß den Grund ehrlich gesagt nicht. Doch, du weißt ihn. Kann ich dir nach dem Video nochmal sagen. Ach ja, und stimmt. Und ja, also Tobi wird sich einen anderen suchen. Ich denke mal, da kommen wir auch, keine Ahnung, ob der Varo-Training macht, aber dann werdet ihr halt auch das Bescheid wissen und der wird den, denke ich mal, auch vorstellen. Genau, Leute. Also, falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen zum Projekt habt, wie gesagt, das Startdatum ist noch nicht bekannt, aber dazu werden wir dann später nochmal ein Video machen. Ab übermorgen oder so wird es dann wahrscheinlich Varo-Training geben von mir und Flori. Das wird nicht unbedingt jeden Tag kommen, legt euch nicht darauf fest. Wir müssen bringen natürlich auch nur Bad Wars. Ich meine, da trainiert man ja auch ein bisschen drin mit und mal schauen. Ich werde jetzt auch Videos anfangen wieder. Eigentlich habe ich auch schon was aufgenommen, aber mein Aufnahmeprogramm Spektrum
Ja, und aber wenn wir das geregelt haben, freut euch. Auf jeden Fall will ich das Ganze hier nicht zu lang halten. Leute, ich hoffe, wir haben euch hier ein paar Infos rübergebracht. Also natürlich haben wir euch ein paar Infos rübergebracht. ja, dass ihr alles versteht und bei Fragen natürlich in die Kommentare weiterschreibt. Genau, dann lasst doch einfach einen Like da, wenn ihr euch genauso freut auf Minecraft Combat wie wir. Und ja, um nichts zu verpassen, natürlich auch nichts von Minecraft Combat, wenn es denn anfängt, abonniert uns doch einfach. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn wir Bad Wars spielen oder übermorgen dann bei der ersten Folge vom Varo-Training. Combat-Training. Oh, natürlich. Das ist schwer, davon wegzukommen, ja. Aber wir werden es schaffen. Genau. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, haut da rein und ciao, ciao. Ciao.